Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Mal wieder eine schöne Folge mit Baro ist mit dabei. Hallo. So, Hallo. Etwas komplizierter. Wir haben wieder ein schönes, neues, kreatives Format ausgedacht. Bisschen zu kreativ. Ja, ein bisschen sehr kreativ. Ich weiß nicht, wie man das damals genannt hat. Ich glaube, das hat jeder damals ein bisschen anders genannt. Einige haben es Quartett genannt. Der offizielle Name ist, glaube ich, Quartett. Heißt aber auch irgendwie Trumpf. Ja. Okay, vielleicht habt ihr das gespielt. Man hatte damals irgendwie so Karten gehabt, wo irgendwie ein Panzer drauf war, mit irgendwelchen Werten, Geschwindigkeit, Gewicht und so weiter. Und das hat man mit einer anderen Karte, die der andere Spieler hat, verglichen. Und der den besseren Wert hat, hat gewonnen. Bei mir hieß das Auto-Zerstörungsspiel. Ja. Das war gut. Das klingt jetzt sehr schwammig, aber wenn wir gleich anfangen, ist es sehr leicht zu verstehen. Also am besten und einfach, sehr, sehr locker. Schaut euch das Video an, dann versteht ihr auch, was wir meinen. Anstatt, dass wir jetzt eine halbe Stunde lang was erklären. Genau. Und als Beste... Wir haben eben schon versucht, das aufzunehmen, aber da war das noch nicht so richtig fertig, das Konzept, und deswegen werden wir jetzt zufällig die Decks aus, mit denen wir spielen. Genau. Und wir haben erstmal versucht, eigene Decks herzustellen, aber da gibt es keinen Gewinner, weil man immer die beste Karte nimmt. Und deswegen machen wir jetzt ein Random-Verfahren, indem wir bei TV Royale einfach durchklicken, auf irgendeinen random Spieler holen und dann sein Deck mit seinem Deck versuchen zu gewinnen. Ja. Muss man das Beste halt draus machen, was er hat. Sag mal Stopp. Stopp. Okay. Sag nochmal Stopp bei mir, irgendwann. Stopp. Okay, ich habe einen Koreaner. So ein Scheißdeck. Oh. Ich hab so ein schlechtes Deck. Okay, das wird auf jeden Fall spannender, ne? So ein schlechtes Deck. Und wir gehen von oben links nach rechts durch, ne? Ja, und ich glaube, wir machen Best of Three, weil das geht sehr schnell. Ja, das geht tatsächlich recht schnell und dann machen wir noch drei besten Runden, drei Runden. Ja. Okay. Und natürlich nach Turnierstand. Wie viel hast du durchschnittlich gekostet? Stimmt, ich habe 4,0 genau. Ich habe auch 4,0. Oh. Warte, sollen wir eine Münze werfen oder so? Oder nee, fang du ruhig an. Okay. Ich hoffe, wir haben nicht das gleiche Deck. Ich habe einen Koreaner und du? Ich habe keinen Koreaner. Okay. Oh. Stan wählt jetzt einen Wert aus, genau. Den er mich angreift. Jetzt, wähle ich einen Wert aus, in der Hoffnung, dass dieser Wert besser ist als bei Bardo. Alter, ich habe so einen schlechten Karten. Okay, die funktioniert deutlich besser als unsere erste Variante. Ja, das ist viel spannender. Ich nehme Geschwindigkeit. Jetzt. Mittelschnell. Schnell. Bomb. Ich habe einen Ritter gehabt. Nächste Karte. Okay, das ist so räudig jetzt. Das ist so räudig. Da muss man echt das Beste draus machen, was man für eine Karte hat. Ansonsten wählt man immer das aus, was am stärksten ist. Ich hab hier nur Mist. Oh. Du singst so ein Trolldeck wahrscheinlich. Oh, nee, es ist ein okayes Deck, so, aber es ist so schwierig. Die Karte hat nichts Starkes. Die hat nichts Starkes. Was ist denn, wenn das zum Beispiel Skelett am Leben multipliziert sich dann der Schaden? Also macht das dann zusammengerechnet? Oh, du bist fucked. Ja, schwer zu sagen. Eigentlich die einzelne Karte. Die einzelne. Ich würde auch sagen, das, was auf der Karte steht, ne? Ja, das, was in der steht. Ich habe aber kein Skelett am Wies zum Beispiel. Fuck, ich nehme. Das ist so. Ich sag Reichweite. Ich habe 5,5. Ich habe 5. Ich habe die Bogenschützen. Oh, knapp. Was hast du? 5,5. Nee, welche Karte hast du? Also Magier. Er hätte sich nicht schlagen können. Ich hätte mit keinem Wert schlagen können, glaube ich. Doch Treffergeschwindigkeit hätte ich schlagen können. Treffergeschwindigkeit, ja. Ich habe 1,4. 1,2. Ja, aber. Mann, ich jetzt warum habe ich nicht Treffergeschwindigkeit genommen? Okay, Stan führt mit 2,0, das ist so viel, viel schwerer. Das ist so viel besser. Das ist so unfassbar schwer. Oh, okay. Also der nächste Punkt ist locker für dich. Der ist easy. Nein, was ist das für ein Deck? Ah, okay. Also da, Mann. Nee, also das, die Karte hat einfach nichts. Flächenschaden. Ich habe 243. Das ist bei mir dann der Schaden, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Wenn du nur Schaden hast, ist es Schaden. Aber es wird nicht zusammengerechnet, wenn es mehrere Karten sind, ne? Ich habe 84. Du siehst Lakaien. Was hast du? Pfeile. Ey, ich hab so ein Loser-Deck. Ich hab, 3 Punkte. Ich hab echt. Es ist so schwer hier für mich. Okay. Es gibt nur 8 mögliche Punkte. Ich hab jetzt eine Karte, die theoretisch nicht funktionieren kann. Aber hau mal was raus, dann wirst du es sehen. Achso, du hast wahrscheinlich irgendein Gebäude, oder? Ja, sag einfach. Nein, dann sage ich Geschwindigkeit. Ja, cool. Ich hab Spiegel. Im Prinzip habe ich den gleichen Wert wie du, weil das spiegelt ja die Karte, die du aussetzt. Theoretisch hast du einen höheren Wert, oder? Nee, ja, weil. Ja, nee. Selbst wenn der Level höher ist, von der gespiegelten Karte bleibt. Ich habe eine epische Karte. Gespiegelt ist. Achso. Ja, die Geschwindigkeit bleibt ja gleich. Die Level. Ist es dann. Stimmt. Ist es dann unentschieden? Ich sag, du gewinnst. Du kriegst einen Punkt. Ist ein Mitleidspunkt. Weil Spiegel keine Geschwindigkeit hat. Mitleidspunkt. Cool. 3-1 Mitleidspunkt. Cool. Nice. Okay, 3-1. Nächste Karte. Oh, ist jetzt schwierig. Das ist jetzt eine starke Karte. Treffergeschwindigkeit. Ja, ich habe Feuerball. Also Instant Punkt für dich. Kann ich nicht mitmachen. Feuerball trifft ja sofort, oder? Treffergeschwindigkeit. Ja, wie lange braucht ein Feuerball, bis er fliegt? Schon lange, ne? Ich habe 0,4 Sekunden, also schon länger als 0,4. Ja, okay, Punkt für dich, ja. Ja, 4-1. Oh, ich habe so eine Schicht, die erste Runde geht sowas von an dich.
Meine letzten Karten sind nicht schlecht. Also ich könnte jetzt noch aufholen. Du führst aber mit 4-1, ja, ne? Okay. Also ich muss jetzt jede Runde gewinnen. Ja, okay, das hier gewinne ich jetzt. Hundertprozentig. Und zwar kann ich auch sagen, Geschwindigkeit, aber andersrum. Also wenn ich jetzt langsam habe. Theoretisch ja, man kann alles sagen. Ja. Theoretisch kann ich alles sagen. Sollen wir das machen, dass jemand callen darf? Also jemand sagt, etwas ist höher oder niedriger ist besser? Ich sag's nicht, aber ich sag Trefferpunkte. Trefferpunkte. Oh, das wird spannend. Das wird spannend. Das wird spannend. Das wird super spannend. Wetten, was ein Riesen. Ich hab einen Lavahund. 3000. Ich hab auch Lavahund. Oh. 3000. Scheiße. Unentschieden. Ja, du hast, also die Runde jetzt hast du gewonnen. Sollen wir das ein bisschen aufspeisen für die zweite Runde, dass wir einfach sagen, aus der zweiten Runde nehmen wir das Deck von der Person aus dem Clan mit den niedrigsten Trophäen. Okay, also du callst die zweite Runde. Du callst einfach, wen wir nehmen, ne? Oh, ich kann spenden, warte. Ja, aus dem Clan mit den niedrigsten. Okay, so. Also der Verlierer sagt, welches Deck wir nehmen. Gut. Keine Ahnung, ich find's lustig. Ich find's lustig, ja, wenn wir so ein bisschen aufwarten. Stefan, ich hoffe, du hast ein gutes Deck und dich rum am Rundfunk. Ich hab von Vernok. Vernok hat ein besseres Deck als eben. Also ich hab jetzt mehr Kampfchancen. Ich fühle mich jetzt deutlich stärker. Meins sieht solide aus, könnte aber knapp werden. Ich bin ein richtiges Biest. Ich sag's nicht. Ich sag nicht, wo ich ein richtiges Biest bin. Okay. Okay, hau raus. Ich fang an. Also das hier ist sowieso ein Biest. Der kannst du überhaupt nicht mithalten. Und zwar Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Kann ja nur die Rakete sein. Ich hab 798. Ist der Ballon. Ja, was hast du? Ich hab 246. Ist Rambock. Erster Punkt für mich. Okay, jetzt wird's knapper. Ich muss ja aufholen, es geht um die Ehre. Okay, das könnte tricky werden. Nee, du hast was gewonnen. Ja, Trefferpunkte. Oh, könnte tricky werden. 696. 1000, meiner. Fuck. Was hast du? Hexe. Okay, next card. Das ist cool. Ich feier das richtig. 1-1. Okay. 1-1. Nächste Karte. Ich mach was Riskantes, glaube ich. Elixier. Oh. Niedrig. Okay, könnte knapp werden. Ich hab 4. Ich hab was Riskantes gemacht. Du hast 4, ich hab 3. Oh, ich hab einen Bomber. Knapper. Ich hab Elektromagie. Das ist gut. Ich glaube, ich hätte dann bei meisten verloren, der Bomber. Nee, Schaden hat Bomber. Der hat weniger Leben, ne? Aber Schaden hat er mehr, ne? Ja, Schaden deutlich mehr. Okay. Treffergeschwindigkeit. 2-1. 2-1, okay. Oh, das wird jetzt interessant. Shit. Die nächste Karte ist auf jeden Fall easy win für dich vielleicht. Ich nehme Geschwindigkeit. Ich glaube, da habe ich gewonnen. Ich habe Pfeile. Die Pfeile sind verdammt schnell aktuell, oder? Die sind super schnell, ne? Aber wie sollen wir das jetzt werten? Das ist natürlich. Sollen wir es halt unentschieden werten? Oder gewinnst du? Ich kann es nicht. Ich hab schnell. Ich würde sagen, Pfeile sind auch schnell. Nee, ich würde sagen, es geht an dich, weil es steht bei mir nicht auf der Karte, der Wert. Oder sagen wir unentschieden? Unentschieden. Ich würde sagen, Pfeile sind schnell von der Geschwindigkeit. Pfeile sind richtig schnell, ja. Okay, dann unentschieden. Dann steht es jetzt 2-1. 2-1. Alright. Okay. Oh, okay, du hast diese Runde gewinnst. Die Runde gewinnst wirklich. Ja. Die Reichweite. Warte mal. Was hat ein Kobold für eine scheiß Reichweite? Ist jetzt egal, ich hab die Prinzessin. Ich hab die Kobold-Gang, das sind zwei unterschiedliche Karten. Stimmt. Ja, nimm von Schwerkobold, aber reicht trotzdem. Kobold-Gang ist eigentlich Cheater-Karten, du hast zwei Stück, die du auswählen kannst. Die hat alles. Vor allem kann man, wenn man den Schaden addiert von den, das wäre ja richtig krass. Aber selbst wenn du die Sperrkobold als Reichweite nimmst, ist das ja trotzdem. Ja, keine Chance, die Prinzessin ist der Banger. Shit, du gewinnst. Okay. Also 3-1, ja? Ne? Okay, Trefferpunkte. Ich glaube, ich gewinne das auch. 1408. 1003. Schweinereiter. Fuck. Hab ich auch gewonnen. Jetzt rasiert Bardor. Geil. Jetzt rasiert er. Vernox. Danke, Mann. Gutes Stefan, dein Deck ist scheiße. Ich brauche mehr Leute im Clan und die müssen dann richtig niedrig sein. Okay, nächste Karte bist du, ne? Das gewinnst du auch. Das hat ne, ich sag wieder Elixier niedrig. 4. 3. Skelettarmee. Ist mir sonst zu cheatig. Freudig. Okay, ich führe so hoch, ich zähle gar nicht mit. Okay, du hast ja, das ist eigentlich die erste Runde umgedreht jetzt. Ja, du hast noch deine Ehre. Reichweite. Hast du gewonnen 2. 11,1. Kampfholz. Okay. Warte, steht da 11,1? Ja. Das ist jetzt ziemlich gut. Das ist eine ziemlich schiefe Zahl eigentlich, ne? 11,1. Okay. Okay, der letzte im Clan, der bei dir eine Nachricht geschrieben hat. Oh. Mark Fanta 2. Olaf. Arena 11, 3100, 4100 Höchstdruck. Arena 11, 3828. Oh. Oh.
Okay. Mark Fante, gut. Okay, das könnte knapp werden. Oh. Okay, ich fange an, weil ich verloren habe. Ich kann es nicht kopieren, weil er hat die Nachthexe im Deck und ich habe die nicht. Ja, aber musst du ja nicht kopieren. Du kannst ja das sehen, was er im Profil hat. Stimmt, okay, dann weiß ich jetzt, ob er so die Nachthexe hat, aber die Frage ist, wann. Okay, ne, ist gut. Ja, okay. Das weiß ich ja nicht, wann. Ja. Ist ja im Prinzip wurscht. Okay. Okay. Das ist cool. Also, das ist jetzt cool. Erste Karte ist schon mal ein bisschen tricky. Ist also sehr knapp. Die Werte sind gut, aber nicht krass. Ey, das ist so cool, das Format. Gut, dass wir das noch geändert haben. Ja. Okay, hau aus. Du fängst an. Ich weiß es nicht. Die Werte sind alle okay, aber nicht krass. Treffergeschwindigkeit. Ja. Knall. Ja, kann man nicht Knall machen. Knall ist halt instant, ne? Ist halt. Über die wird jetzt nicht gewertet? Nee, oder? Wird nicht gewertet. Unentschieden. Nächste Karte. Unentschieden, okay. Okay, das kannst du gewinnen. Seltenheit machen wir nicht, ne? Nee, Seltenheit bringt nichts. Sonst dann sage ich Trefferpunkt. Trefferpunkte. Trefferpunkte. Da bänge ich dich sowas von weg. 190. Oh, 750 Nachtixel. Lakaienhorde. Okay. Warte mal, Lakaienhorde mal 5 ist immer noch scheiße. Obwohl, okay, Elixierkosten niedrig. 3. 2. Oh, knapp. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Treffergeschwindigkeit langsam, darf ich nicht callen, das haben wir schon geklärt. Ja, das darf ich schnell nicht ist besser. Also es geht nur, okay. Was besser ist. Ah. Schnell ist nicht immer besser, aber... Ja gut, bei Elixierkosten dürfen wir hoch und runter gehen, ne? Ja gut, das ist halt, ist immer Geschmackssache, ne? Nur weil es weniger kostet, heißt es nicht, dass es besser ist. Dann sage ich Elixierkosten hoch. 4. 5. Henker. Henker ist tricky. Was hast du gehabt? Elektromagie. Ah, okay. Letzte, wir wiederholen am Ende, würde ich sagen. Gleich weiter? Das, ja. Oh, ja, 2. 11 von 1. 2, 2. Nächste Karte. Ja, jetzt müsst ihr aber mal rennen hier. Ja, ihr habt keine Chance. Jetzt wird's knapp. Nee, es wird nicht knapp. Trefferpunkte. 1400. 4256 Kohle. Ist das krass, dass ich schon anhand der Zahl weiß, welche Karte das ist? Ich glaube, das weiß, fühlt man einfach. Ja gut, ich führe immer noch, aber... Ja, nächste Karte, Geschwindigkeit. Oh, mittelschnell. Sehr schnell. Hawk Rider. Damn it. Okay. Nächste Karte entscheidet. Wir rennen hier durch. Geschwindigkeit. Ungültig. Okay. Es wurde jetzt nicht gewertet. Unentschieden und wir machen jetzt noch ein Battle. Ein Battle und ich würde sagen. Ja, weil die Werte sich hier nicht abgleichen lassen, weil ich hier einen Zauber habe. Ja, die erste Karte gewinnt. Wir machen es jetzt so, wenn es das nächste Mal ungültig ist, dann. Oh, fuck. Dann nehmen wir einfach den Schaden als Wert oder einen anderen Wert. Oder einen anderen Wert, aber man darf als halt ungültig sagen und dann darf der andere wieder einen neuen Wert wählen. So, ich fange wieder an. Ich habe German Let's Play. Ja, fängst wieder an. Dr. Pepper. Okay. Dr. Pepper ist ein leidenschaftlicher Pekka-Spieler. Ich glaube, seit 2 Jahren spielt er Pekka. Guter Mann. Guter Mann. Jetzt geht's aber nur um den Sieg der dritten Runde, ne? Also wir spielen das nicht komplett aus, oder? Die dritte Runde, wir müssen nur 2 Runden nachholen, weil die ungültig waren. Okay. Okay, ich habe Trefferpunkte. 91. Feuergeist. 3400. Ja, okay. Leidenschaftlicher Pekka-Spieler. Okay, jetzt wird's eventuell knifflig. Okay, was steht jetzt? Gar nicht. Jetzt steht's unentschieden, ne? Jetzt unentschieden. Wir spielen die Runden aus. Ich sag jetzt Geschwindigkeit. Mittelschnell. Sehr schnell. Schweinereiter. Okay, jetzt entscheidet die Runde im Grunde. Ja, Sudden Death. Der als nächstes verliert. Oh, ich verliere die Runde. Okay, das könnte knapp werden. Ich sage Trefferpunkte. Ungültig. Nächste Karte. Nächste Karte, wir können auch. Okay, nächste Karte. Oder neuen Wert. Wir können auch nächste Karte sagen, weil es wird interessant. Ja, nächste Karte. Ja, fuck, das ist doch Bullshit. Nein. Geschwindigkeit. Ungültig. Ja, fuck, ey. Ich stelle 2 Zauber nacheinander. Ist nächste Karte. Elixierkosten niedrig. 3. 1. Fuck, so. Du hast gewonnen. Nein, es geht weiter. Geht's weiter? Ich dachte, wir spielen jetzt nur um den Sieg nach den ersten 2. Ja, aber ich habe doch nicht mehr als du, oder? Ja doch, wir haben ja ausgespielt und der Feuergeist und der Schweinereiter bei mir war jetzt, um das nachzuholen und jetzt ging es einfach nur um den Sieg, oder? Du hast gewonnen. Du hast gewonnen, Sin. Du bist der Champion. Ich glaube, ja. Wenn Bardo sagt, ich habe gewonnen. Naja, wir haben jetzt zwei Runden nachgespielt und danach haben wir geguckt, wer der Champion ist. Und du hast gewonnen, das Stechen danach. Okay. Nachdem es ausgeglichen wird. Ich glaube, Bardo. Es war jetzt ein bisschen chaotisch am Ende, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, wie es geht. Es ist im Grunde sehr lustig. Ja. Es sei mal, ein Stechen und Zauber sind ungültig. Dann oder man hat Stefan und dann verliert man wegen seinem Deck. Oder man weiß nicht, wenn man gewinnt, so wie Stan.
Also theoretisch kann man mehr draus machen, wenn die Zuschauer Bock drauf haben. Wenn ihr Bock drauf habt, hinterlasst einen Daumen hoch bei uns beiden, damit wir Bescheid wissen. Weil man kann so kreative Sachen echt mal machen mit Clash Royale, ne? Nicht immer nur krasse Pushes machen und so weiter. War aber auf jeden Fall was Neues. Das findet ihr halt nur bei uns, bei den zwei Feuerpfeifen hier auf dem Clash Royale YouTube. Ei. Ja. Zwei Lippen. Hashtag Freilippen. Ja, schaut mal bei oder vorbei, hinterlasst ihm ein Abo und einen Daumen hoch und natürlich schaltet rein in die nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und gebt mehr Flosse. Plopp. Ciao.